Hallo bei Logo. Krieg am Golf. Jeden Tag gibt es neue Nachrichten, die sind so schlimm, dass einem schlecht werden kann davon. Seit 5 Tagen sieht man im Fernsehen fast rund um die Uhr Bilder von Bombern, Soldaten und zerstörten Städten. Vieles aus dem Krieg erfahren wir hier gar nicht, weil die Journalisten nicht über alles berichten dürfen. Die beteiligten Regierungen verbieten das. Zensur nennt man sowas. Ihr erinnert euch vielleicht noch, wie alles anfing. Saddam Hussein sollte bis zum 15. Januar raus aus Kuwait. Das ist das Land, das er überfallen hat. Er ist aber nicht rausgegangen. Und deshalb wurde sein Land, der Irak, angegriffen. Und zwar von den alliierten Truppen. Das sind Soldaten aus den Ländern, die zusammen gegen den Irak kämpfen. Vor allem die USA, aber auch England, Frankreich, Saudi-Arabien, Kuwait und andere Länder. Seit Beginn des Krieges wird Bagdad, die Hauptstadt des Iraks, bombardiert. Bei Tag und bei Nacht. Die Alliierten haben bisher über 7000 Einsätze gegen den Irak und das besetzte Kuwait geflogen. Das heißt, über 7000 Mal sind in den letzten 5 Tagen Flugzeuge über den Irak und Kuwait geflogen und haben bestimmte Ziele bombardiert. So wollen die Alliierten möglichst viele Waffen im Irak und im Kuwait zerstören. Die Bilder, die die amerikanische Armee zeigt, machen deutlich, wie sie das schaffen wollen. Mit Raketen, die genau auf einen Punkt zielen. Das ist ein Gebäude der irakischen Armee. Eine amerikanische Rakete wird genau in einen Schacht hineingeschossen. Das Gebäude explodiert. Die Alliierten wollen zuerst alle Raketen zerstören, mit denen die Iraker Israel und Saudi-Arabien angreifen können. In Israel treffen die irakischen Raketen nämlich vor allem die zivile Bevölkerung. Hier wurde eine Schule zerstört. Zum Glück hatten die Kinder wegen der Bombenangriffe schulfrei. Hier wird es wohl noch viele Monate lang keinen Unterricht mehr geben. Die Alliierten sagen, sie hätten mittlerweile einen großen Teil der Raketen zerstört, mit denen Israel angegriffen wird. Sie haben aber auch Nuklearanlagen und wie hier Chemiefabriken bombardiert. Keiner weiß, was mit den Menschen ist, die in der Nähe solcher Fabriken wohnen. Das ganze Gebiet drumherum muss ja eigentlich verseucht sein. Bei all dem Schrecklichen fragt man sich natürlich, wie lange wird dieser Krieg dauern? Aber auch, werden wir in diesen Krieg mit reingezogen? Das habe ich einen Journalisten gefragt, der sich sehr gut mit Militär und Krieg auskennt. Es ist Christoph Bertram aus Hamburg. Bertram, wie lange wird dieser Krieg denn dauern? Das weiß niemand. Aber jetzt kommt es natürlich darauf an, ihn so kurz wie möglich zu halten. Denn wenn er lange dauert, dann wird der Schaden unermesslich sein. Vor allen Dingen der Schaden im Nahen Osten, da wo jetzt gekämpft wird. Es gibt ja keine Informationen darüber, wie es den Menschen im Irak oder in Kuwait geht. Wie geht es denn den Kindern im Moment dort? Man weiß, dass in Israel die Kinder zu Hause bleiben. Ich nehme an, dasselbe wird im Irak und in Kuwait der Fall sein. Viele werden auch aus den Städten flüchten und versuchen, aufs Land zu kommen. Denn die Städte sind natürlich deshalb auch im Irak Ziele für Luftangriffe, weil viele der militärischen Anlagen, also Raketenstellungen, Luftabwehr und ähnliches, im Irak ganz dicht an den Städten liegen. Werden wir denn hier etwas von diesem Krieg dort unten merken? Der Krieg ist da unten. Wir tun ja manchmal so in Deutschland, als ob er hier stattfindet. Die Leute machen sich Angst, machen sich Sorgen. Die Kinder meinen, dass sie nicht draußen spielen könnten. All das ist falsch. Der Krieg bleibt im Nahen Osten. Viele Kinder bei uns haben Angst vor diesem Krieg und denken, der könnte auch hierher kommen. Was sagen Sie diesen Kindern? Ich sage, überlegt euch, Angst ist nicht das beste Verhalten in einer Krise, sondern ein kühler Kopf. Ruhig nachdenken, ruhig sich informieren. Ihr könnt ruhig spielen. Der Krieg findet statt, aber Gott sei Dank für uns nicht hier. Und das wird hoffentlich auch so bleiben. Für die Menschen im Nahen Osten ist es vor allen Dingen wichtig, dass dieser Krieg so schnell wie möglich aufhört. Ihr habt wahrscheinlich genauso wie ich das Gefühl, man kann gar nichts dagegen tun. Wer wird schon mit diesem Krieg aufhören, nur weil ihr oder wir etwas dagegen haben? Solange es aber noch weitergeht, dann muss man wenigstens irgendetwas tun gegen die Angst. Das denken auch viele Schüler, die gegen den Krieg protestieren oder in der Schule darüber reden. Zum Beispiel eine 6. Klasse aus Hannover. Eigentlich stand heute Morgen um 8 Uhr Deutsch auf dem Stundenplan. Doch die Schüler redeten über den Krieg am Golf. Viele von ihnen hatten in den vergangenen Tagen auf der Straße protestiert, gegen den Krieg. Sie brauchten dazu die Erlaubnis ihrer Eltern. Die meisten bekamen sie auch. Unterstützt wurden sie auch von ihrer Lehrerin, die die Aktion der Schüler gut findet.
Aber sie hat auch Bedenken. Auf der anderen Seite denke ich, dass eine Menge Information fehlt und Sie gar nicht genau wissen, wofür und wogegen Sie auf die Straße gehen. Was Sie ausleben, ist mit Sicherheit Ihre Angst, und dass das irgendwo raus muss und gezeigt werden muss, halte ich für eine ganz legitime Sache. Mhm. Aber die Schüler wollen nicht nur protestieren. Sie fordern auch mehr Informationen von ihren Lehrern und planen deshalb eine Aktionswoche. Was möchtest du in so einer Aktionswoche machen? Also, dass jeder erstmal nicht, dass einer den anderen auslacht. Du weißt ja überhaupt nicht Bescheid über den Krieg am Golf. Du hast ja überhaupt keine Ahnung, sondern dass man erstmal die ganzen Probleme durchspricht, was da überhaupt läuft, was er Gedanken drüber macht, was er damit erreichen will. Oder wie grausam ein Krieg überhaupt sein kann. Die meisten Lehrer wollen diese Idee einer Aktionswoche unterstützen. In den nächsten Tagen werden sie jeweils eine Stunde mit ihren Schülern über die Situation am Golf reden. Das ist eine tolle Idee. Macht das nach in eurer Schule. Das Wetter, ja. Das Wetter wird morgen so, wie ich es überhaupt nicht leiden kann, neblig und trüb. Nur manchmal schafft es die Sonne, durch den Nebel durchzublinzeln. In Bayern kann es morgen früh noch schneien. Die Temperaturen -2 bis +5 Grad. Ach ja. So ein Winterschläfchen mit der ganzen Familie, schön warm, aneinander gekuschelt, das ist doch etwas Feines. Kuschel, kuschel.